Beim Lernen im Netz und außerhalb des Netzes laufen bestimmte Lernvorgänge ab. Diese Lernvorgänge können anhand unterschiedlicher Modelle und Theorien psychologisch beschrieben werden. Diese sogenannten Lerntheorien erlauben, Lernvorgänge nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu analysieren und Lehr- und Lernkonzepte darauf abzustimmen. Man sucht neue Wege und Möglichkeiten, Lernprozesse zu steuern und somit auch zu fördern. Im Laufe des letzten Jahrhunderts gab es unterschiedliche psychologische Modelle und folglich auch lerntheoretische Zugänge bzw. Ansätze, die auf diesen Modellen aufbauten und jeweils spezifische Lern- und Unterrichtsformen nach sich zogen. Auf die zentralen Lerntheorien des 19. und 20. Jahrhunderts wird nachfolgend kurz eingegangen. Zunächst der Behaviorismus, der sich im Instruktionalismus bzw. der Instruktion äußerte. Hier wird den Lernenden Faktenwissen, das Know-That, vermittelt. Der Akt der Vermittlung steht im Vordergrund, das erworbene Faktenwissen wird anhand von Übungen überprüft. Dabei wird nicht auf den Lernprozess selbst fokussiert, sondern dem Reizreaktionsschema des Behaviorismus folgend, der Output. Wissen und Erinnern stehen im Vordergrund. Ziel ist es, dass die Lernenden korrekte Antworten wiedergeben. Die Persönlichkeit des Lernenden mit ihrer Vorerfahrung, ihrem Vorwissen und ihren Stärken und Schwächen spielt eine untergeordnete Rolle. Erfolg hat, wer sich Dinge gut merkt und diese wiedererkennt. Für den Unterricht bedeutet das, dass das Lernen und die Inhaltsorientierung zentral sind. Die Lehrperson ist die Besitzerin und Vermittlerin des Wissens, das sie an die Lernenden weitergibt. In der Vorbereitung hat die Lehrperson sehr viel zu leisten. Die Durchführung bereitet kaum Aufwand, da es sich meist um das Lesen von Inhalten im Sinne einer klassischen Vorlesung handelt, bei der Interaktion zwischen den Lernenden zumindest im direkten Lernsetting keine Rolle spielt. Die eingesetzten Medien laden zur passiven Rezeption. Das Erstellen von Podcasts und gedruckten Skripten zählen hier genauso dazu wie das Erstellen von Lehr- und Lernfaden sowie das Konzipieren autokorrektiver Übungen. Wenn Sie also dieses Video ansehen und anschließend eine Multiple-Choice-Übung ausfüllen, dann handelt es sich um Instruktion. Der Kognitivismus mündet im Lernen am Modell bzw. Lernen durch Einsicht. Emotionen und Kognitionen werden also in den Lehr- und Lernkontext einbezogen. Nicht das Faktenwissen steht im Vordergrund, sondern das Methodenwissen, das sogenannte Know-how. Es erfolgt keine unidirektionale Vermittlung, sondern ein Dialog. Die Lernenden beobachten, während die Lehrperson etwas vorzeigt, wie man beispielsweise in der Kindheit zum Beispiel komplexe Handlungsabläufe durch Abschauen und vorgezeigt bekommen lernt. Erinnern wir uns an das Binden von Schuhbändern oder an den Werkunterricht. Fertigkeiten werden erworben, das Faktenwissen rückt in den Hintergrund. Die Lehrperson vermittelt nicht mehr das Wissen, sie zeigt vor und hilft den Lernenden beim Ausprägen ihrer eigenen Fertigkeiten. Zentral sind dabei die Auswahl und das Anwenden der richtigen Methoden, um an sein Ziel zu kommen. Trial and Error, also das Ausprobieren und Fehler machen, haben in diesem Ansatz ihren Platz. Nicht mehr die richtige Lösung steht im Zentrum des Lernens, sondern der Weg zum Lernerfolg selbst. Bereits der Kognitivismus wird der Kategorie soziales Lernen zugeordnet. Noch viel stärker zielt aber der Konstruktivismus auf soziale Praktiken, das sogenannte Knowing in Action, ab. Die Interaktion zwischen den Lernenden steht im Vordergrund. Das Kooperieren und gemeinsame Umsetzen von Lösungsansätzen ist eine zentrale Handlungsform. Die Lernenden sollen sich Wissen und Fertigkeiten gemeinsam erarbeiten, sie sollen reflektierend handeln und finden bzw. erfinden. Der konstruktivistische Ansatz zeichnet sich durch seine Kompetenzorientierung und die Bewältigung komplexer Situationen aus. Die Lernenden lernen für ihre Lebenspraxis und auch das Übernehmen von Verantwortung für getroffene Entscheidungen. Die Lehrperson zieht sich zurück, der Fokus liegt auf der Moderation. Die Vorbereitung der Lehr- und Lernsettings nimmt eher grobe Züge an und besteht hauptsächlich darin, Lehr- und Lernangebote zu schaffen, Lehr- und Lernsettings aufzubauen, in denen die Lernenden selbstgesteuert und selbstorganisiert lernen können. Die Lehrperson stellt den Lernenden unterschiedliche Wissensquellen und Ressourcen, zum Beispiel Links aus dem Internet, zur Verfügung, die Elemente für die unterschiedlichen Typen von Lernenden und verschiedenen Lern- und Kompetenzniveaus enthalten. Die Materialien sollen interaktiv und multimedial bzw. multimodal aufbereitet sein und folgende Eigenschaften aufweisen.
Der Akzent liegt auf der Eigentätigkeit statt auf der Außensteuerung. Kontexte, die an Vorwissen anknüpfen und problemorientiertes Lernen fördern, sollen ebenso gestaltet wie multiple Kontexte und multiple Perspektiven berücksichtigt werden. Der sozialen Situation kommt dabei besondere Relevanz zu. Die Lehrperson begleitet im besten Fall den Lernprozess der Lernenden. Der Austausch der Studierenden erfolgt über Medien wie das Forum, den Chat oder E-Mails. Als Methoden stehen zum Beispiel Diskussionen und Gruppenpuzzles zur Verfügung. Als methodische Zugänge können ebenfalls Fallstudien oder das Problem-Based Learning, kurz PBL, genannt werden. Ziel ist es, dass das Gelernte bzw. die erworbenen Fertigkeiten und Kompetenzen auch in andere Kontexte transferiert werden können. Die Lernenden steuern ihren Lernprozess selbst und können das erworbene Wissen und ihre erworbenen Fertigkeiten auch in einem außerschulischen oder außeruniversitären Kontext anwenden. Dabei wird auf die Person, die lernt, besondere Rücksicht genommen. Nicht jede oder jeder Lernende nimmt dieselben Vorerfahrungen mit. Nicht jeder oder jedem ist ein Thema gleich zugänglich. Wie das Ergebnis eines Lernprozesses aussieht, hängt stark vom lernenden Subjekt, seinem soziokulturellen, aber auch dem ökonomischen und ethischen Hintergrund ab. Allgemein lässt sich sagen, dass der konstruktivistische Ansatz gerade den Bereich des E-Learning stark geprägt hat und umgekehrt. Der Forderung, unterschiedliche Materialien für unterschiedliche Lernende zur Verfügung zu stellen, lässt sich gerade mit einer Lernplattform gut nachkommen, die auch die Möglichkeit bietet, Kommunikationsmedien wie Foren oder Chats zu integrieren und somit den Austausch zwischen den Lernenden zu fördern. Der Forderung, unterschiedliche Materialien für unterschiedliche Lernende zur Verfügung zu stellen, lässt sich gerade mit einer Lernplattform gut nachkommen, die auch die Möglichkeit bietet, Kommunikationsmedien wie Foren oder Chats zu integrieren und somit den Austausch zwischen den Lernenden zu fördern. Im Kontext von MOOCs, also den Massive Open Online Courses, wie sie von Iversity, Coursera, edX oder Udacity, um einige zu nennen, angeboten werden, wird hingegen von einer relativ neuen Lerntheorie, nämlich dem sogenannten Konnektivismus, ausgegangen. Diese Theorie geht auf Arbeiten des Kanadiers George Siemens zurück, der davon ausgeht, dass der Mensch kein isoliertes Individuum ist, sondern seine Connections, also Verbindungen oder Netzwerke, zu anderen Menschen, aber auch zu nichtmenschlichen Quellen pflegt. Diese Verbindungen werden über Knoten geknüpft, ein Lernnetzwerk entsteht. Im Zentrum steht nicht das Know-That oder das Know-How, sondern das Know-Where. In der digitalen Informationsgesellschaft ist es besonders wichtig zu wissen, wo man Informationen findet. Dabei können die einzelnen Knotenpunkte quasi angezapft werden. Da gerade die Halbwertszeit des Wissens immer geringer wird, ist es wichtig, sich eine Metakompetenz zuzulegen. Die Lernenden müssen selbstständig relevante von irrelevanten und aktuelle von nicht aktuellen Informationen trennen können. Dafür ist es auch notwendig, Verbindungen zwischen unterschiedlichen Wissensgebieten und Kompetenzbereichen herstellen zu können. Die sozialen Netzwerke und Social Media helfen dabei, diesen Konnektivismus zu schaffen, sich zu organisieren und gegenseitig wahrzunehmen. Der Lernprozess deckt sich mit dem Prozess, Verknüpfungen zu schaffen, diese zu stärken und auch zu pflegen. Nicht der Wissenserwerb per se ist im Zentrum, sondern das Schaffen dieser Netzwerke. Sie sehen hier nun eine Liste von Literaturempfehlungen zur Vertiefung, um auch Ihre Wissensnetzwerke zu stärken. Und schließlich gibt es auch eine Übungsaufgabe. Die einzelnen Lerntheorien haben durchaus auch Kritiker und Kritikerinnen gefunden und Hochphasen erlebt, in denen sie besonders propagiert worden sind. Suchen Sie nach kritischen Meinungen zu den vier genannten Lerntheorien und nennen Sie zu jeder Lerntheorie 5 Kritikpunkte. Überlegen Sie sich für sich, welche Lerntheorie Ihrer Lernpraxis am ehesten entspricht und begründen Sie Ihre Meinung. Wenn Sie morgen Unterricht planen müssten, welcher Lerntheorie würden Sie folgen und warum?